Hat mich jetzt aber, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt noch nicht so krass abgeholt. Es wird entweder sein, dass es richtig, richtig krass wird, alles abreißen wird, oder es wird gar nicht meinen Geschmack treffen. Aber so ein Ding dazwischen gibt's nicht. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge vom TikTok Hörproben, Freunde. Ich bin super gespannt. Wir haben wieder drei potenziell sehr starke Kandidaten hier am Start. Ich freue mich auf jeden einzelnen und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein in die Songs, die jetzt am Freitag rauskommen, in einem kleinen Snippet. Ich freue mich drauf. Los geht's. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir fangen an mit 01099 und der Song kommt tatsächlich auch übermorgen, also am Freitag schon raus. Der heißt Warm. Ich bin gespannt. Das Ganze ist produziert von Lucry und Swanna. Let's go. Ich zieh mein Pulli bis zum Kinn hoch, es wird kalt in der Stadt. Ich bin mit Brüdern und Schwestern, mein Herz ist warm. Und in meinem Kopf geht's wieder Wien auf und ab. Wenn manchmal fall ich, dann flieg ich wie Peter Pan. Ich zieh mein Pulli bis zum Kinn hoch, es wird kalt in der Stadt. Junge, die 12 Sekunden gingen sehr schnell um, waren allerdings auch nur 12 Sekunden. Ey, sehr, sehr geile Vibe, wie man es von den Boys kennt. Sehr gechillt, angenehm. Es fühlt sich schon wieder an wie ein sommerlicher Song, ja. Passt vielleicht gerade noch so in den Herbst rein. Aber hätte ich mir vielleicht sogar ein, zwei Monate früher gewünscht. Aber die haben allgemein noch immer so einen sehr sommerlichen Vibe. Ich bin gespannt. War jetzt auch nichts Außergewöhnliches, was mich jetzt super krass gecatcht hat. Ich bin sehr gespannt, weil Lucry und Swanna eben den Beat gemacht haben und die zwei Masterminds sind, die beiden. Und deswegen freue ich mich drauf. Wir werden auf jeden Fall direkt am Freitag dazu eine Reaction droppen. Und ja, viel mehr kann ich gar nicht sagen. Sehr entspannter, angenehmer Vibe bis jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall dazu am Freitag in der Reaction. Weitermachen wir mit Chivo und Monet. Und die beiden könnten vom Style her richtig, richtig gut zusammen funktionieren. Beide liefern Hit nach Hit und liefern ein Ohrwurm nach dem anderen, habe ich das Gefühl. Und ich hoffe so ein bisschen, dass Chivo die Hook macht und Monet so ein bisschen in den Parts präsenter ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Song wird übernächste Woche erst kommen, beziehungsweise jetzt übernächsten Freitag. Am 11.11., der wird heißen Jeden Tag und der hat als Hashtag noch genommen Hashtag Missing You und Hashtag Love Song. Ich bin gespannt, let's go. Oh mein Gott. Ist das nicht sogar... das ist bei mir. Erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich die Melodie kenne. Aber geil. Okay, das heißt, Monet fängt tatsächlich an mit der Hook quasi. Ist jetzt schon ein Ohrwurm, kann man jetzt schon sagen. Das Ding wird jetzt schon stuck in my head sein. Ist leider viel zu kurz, Junge. Ich brauche wieder längere Hörproben. Wir hatten letzte Folge, hatten wir irgendwie 30 Sekunden Hörproben. Was vielleicht aber auch ein bisschen zu viel verraten hat. Man weiß es immer nicht. Es ist immer schwierig, eine perfekte Hörprobe zu finden. Okay, wir hören noch einmal rein. Aber vom Sound her, die beiden, man hört schon, die passen auf jeden Fall gut zusammen. Bro, das kann noch bis stuck in my head. Das wird auf jeden Fall ein Ohrwurm sein. Auch ein bisschen softer. Wir haben diese Folge so ein bisschen ein paar softere Songs. Aber ich finde es einfach cool, dass die beiden was zusammen machen. Ich bin gespannt. Hype mich aber auch noch nicht 10 aus 10. Also dieser 10 aus 10, dieser 10 aus 10 Sound, diese 10 aus 10 Hörprobe, die wir bei Verliebt zum Beispiel hatten, ja, oder bei Ich hasse dich mit Nina Chuba. Das fehlt gerade noch so ein bisschen. Aber wir haben noch jemanden im Gepäck. Ich bin gespannt. Kommen wir jetzt zu der Hörprobe, auf die ich mich diese Woche am meisten gefreut habe. Und zwar Domiziana zusammen mit Shi Agu, Junge. Tour de Berlin oder Tour de Berlin. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen natürlich schon eine wunderschöne Dame hier, Domiziana, in einem Outfit, wie sie, wofür sie bekannt ist. Hier steht leider kein Release-Datum bei. Auch in den Kommentaren suche ich gerade vergeblich. Und finde leider kein Release-Datum. Ich kann nur hoffen, dass der Track jetzt schon am Freitag kommt. Wir hören aber erstmal rein. Let's go. Babe, für dich rauch ich heiß. Krass, mach mir immer Paris, doch mit dir bin ich okay. Oh nein. Ey, es kann nicht sein, dass wir heute nur so wenige, so kurze Hörproben haben. Aber, ich muss sagen, die Melodie gefällt mir. Der Beat, achtet auf den Beat, der ist ganz, ganz minimal zu hören. Für dich rauch ich heiß, krass mach mir immer Paris, doch mit dir bin ich okay. Aber der baut sich auf. Gerade mit Chiago zusammen, ich sag's wie es ist, das könnte ein Banger werden. Ich finde die Stimmfarbe hier, dieses Geflüsterte von Domiziana, mag ich sehr gerne. Natürlich, ohne Benzin ist ein Banger, höre ich super gerne, hat gut funktioniert. Der Track danach habe ich auch eine Reaction zu gemacht. Ich glaube, der hieß OnlyFans. Den habe ich gar nicht gefühlt, ja. Den fand ich kunstvoll, sehr schön anzusehen, auch mit dem Musikvideo. Aber habe ich gar nicht gefühlt vom Vibe her. Das könnte jetzt ein Banger werden.
Das könnte ein Banger werden, könnte eine Partynummer werden. Wie gesagt, gerade mit Thiago zusammen, glaube ich, könnte das richtig gut funktionieren. Es bleibt spannend. Wir haben echt heute eine sehr magere Folge. Sehr, sehr, sehr kleine Ausschnitte nur von Songs bekommen. Und ich bin gespannt. Ich kann das schwer predikten. Vom Feeling her würde ich sagen, ist der hier hat das größte Hitpotenzial, ja. Tour de Berlin von Domiziano und Thiago hat aber auch das größte Potenzial, schlecht zu werden, von meinem Geschmack her, oder nicht meinen Geschmack zu treffen, weil der letzte Track von Domiziano hat mir halt gar nicht gefallen, ja. Bei Chivo und 1999 weiß man ungefähr, was man bekommt, hat mich aber nicht 10 von 10 gehypt. Deswegen, es bleibt eine sehr unpredictable, eine sehr spannende Release-Woche. Und da würde ich sagen, war es das auch schon für die heutige Folge. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt noch den Song hier in die Kommentare, auf den ihr euch am meisten freut und welcher für euch vielleicht am meisten Potenzial ausgestrahlt hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wie gesagt, Donnerstagnacht mit den Reactions zu den Songs aus dieser Folge. Bis dahin, bleibt fresh, so wie immer und ciao.